Sitz seit langem hier zu Hause. Geh seit Tagen nicht mehr raus. Hab vergessen, wie es sich anfühlt, wenn das Leben draußen rauscht. Die Welt da draußen ist so leise. Ich kriege bald ne kleine Meise. Daniel. Besser. Besser. Hier ist das Kino. Das Kino? Daniel, ich vermisse dich. Alles ist wieder offen, aber du bist zu Hause. Aber draußen ist alles so gefährlich, weißt du? Hör zu, zieh dich an und geh ins Kino. Ich habe hier alles, was ich brauche. Mensch, Daniel, du weißt doch selbst, dass das nicht stimmt. Du brauchst mich. Träume, Abenteuer, Liebe, Eskapismus. Du brauchst das Kino. Ja gut, vielleicht hast du recht. Ja klar habe ich recht und ich zeige es dir. Lass mich kurz in dich hineinschlüpfen. In mich hineinschlüpfen? Halt einfach still. Kinos reisen durch die Zeit, Kino ist Vergangenheit. Nein, 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 nicht die Vergangenheit, über die sprechen wir nicht. Keiner war hier jemals Nazi, keiner wusste hier von nichts. Romy Schneider ließ uns träumen, Deutschland schminkt sich, sein Gesicht ist geil. Kino ist geil, Kino ist geil, Kino ist geil. Kino sind die Abenteuer, die man sich als Kind erträumt. Kino ist mal Winnetou, mal Blechtrommel, mal Sigmund Freud. Kino sind vielleicht auch Ängste auf der Leinwand, ewig Priest. Kino ist das Boot und Fuch, wo jeden Abend neu verliebt. Ist geil, Kino ist geil, Kino ist geil, Kino ist geil. Reicht dir das immer noch nicht, Danny Boy? Okay. In den 90er Jahren, als du geboren wurdest, da war ich nicht nur geil, sondern richtig lässig. Wie Hip-Hop, nur für die Augen. Lola rennt, während es mir die Sehnsucht brennt. Das Publikum zu später Stunde gerne vor dem Fernseher pennt. Komm ins Licht, Geschichte hat Gesicht. Vor allem, wenn's ins Kino geht, im Kino wird die Zeit verdrängt. 90er Jahre, Til Schweiger hat noch volle Haare. Jürgen Vogel war ein Star. Ja, so war's einmal, Dick war ohne Babylon. Dickers noch Don Herbensdor. Deutsche Filme, Siegesmarsch, Kino, Götter sind geboren. Kino ist cool, beste Ort der Stadt. Hast Hunger, geh Kino, geh Popcorn, macht satt. Kino lässig, fast wie Berlin. Fast wie ein Darkroom, aber ohne Ausziehen, ja. Kino ist König, du sitzt wie auf dem Thron. Auch wenn's keiner glaubt, du bist Kinonation. Kino ist die Revolution. Auch wenn's keiner glaubt, wir sind Kinonation, yeah. Kino ist König, du sitzt wie auf dem Thron. Auch wenn's keiner glaubt, wir sind Kinonation. Kino ist die Revolution. Auch wenn's keiner glaubt, wir sind Kinonation. Tom Schilling in the house, Frau Werben. Weil das Kino dich vermisst. Regierende Bürgermeister, genießen Sie Ihre letzten 4 Wochen hier bei uns. Weil das Kino dich vermisst. Und Paulina. Weil das Kino Paulina, dich Paulina. Vermisst. Zwei Russen mit roten Haaren in einem Raum. Das passiert wirklich selten. Heute Abend haben wir es geschafft. Hab viel gesehen in diesem Leben. In einem Jahr ist viel geschehen. Willst du die Welt, die Zeit verstehen, musst du jetzt ins Kino gehen. Auch wenn sie nicht an dich glauben, auch wenn du jetzt einsam bist, geh hinaus und geh ins Kino, weil das Kino dich vermisst. Weil das Kino dich vermisst. Weil das Kino dich vermisst. Hallo Daniel, und jetzt bist du bereit. Du moderierst den Filmpreis 2021. Nee. Ladies and Gentlemen, euer Host des heutigen Abends, Daniel Donskoy. Vielen Dank.
Der 71. Deutsche Filmpreis live aus Berlin. Von sympathischen Rechten hin zu verkorksten Regisseuren, von selbstmitleidigen Antifalern zu psychotischen Schachspielern, von verlorenen Berliner Arbeitslosen hin zu frigiden Robotern. Nein, das ist nicht Deutschland nach der Pandemie. Das, meine Damen und Herren, sind unsere nominierten Filme. Sehr verehrtes Publikum zu Hause, sehr verehrtes Publikum hier im Saal, ich muss mich richtig vorstellen. Mein Name ist Daniel Donskoy und ich bin Schauspieler und ich möchte mich bedanken. Bedanken möchte ich mich, dass ich Sie und all die wunderschönen Nominierten und die wunderschönen Filme hier im Saal durch den Abend begleiten darf, um mit Ihnen zusammen das deutsche Kino zu feiern, liebes Publikum. Vor Corona hatte man mich tatsächlich noch nie zu diesem Filmpreis eingeladen. Ich wäre vielleicht mit einem gefälschten Ticket hier, aber ich denke mir, besser gefälschtes Ticket als gefälschtes Impfzertifikat. Wer auch noch nie hier war, meine Mama, willkommen. Wenn ich's verkacke, bist du leider auch zum letzten Mal hier, aber so schön, dass du da bist. Und wir gehen rüber zur zweitwichtigsten Frau in diesem Saal. Es tut mir leid, Frau Kulturstaatsministerin, es hat nur für die zwei gereicht. Professor Monika Grütters! Eine große, große Ehre, unsere Ehrenpreisträgerin Senta Berger. Und der Präsident der Deutschen Filmakademie, Ulrich Matthes. Liebes Geimpfte, Ungeimpfte, einfach Geimpfte, niemals geimpfte Publikum. Einen riesengroßen Applaus für die Band des heutigen Abends unter der Leitung von Karim, Sebastian Elias und seiner Lola Band. Und jetzt kommt ein Mann, der trotz Corona es geschafft hat, gleich in zwei Filmen nominiert zu sein. Man könnte sagen, er ist der Karl Lauterbach des deutschen Films. Der Filmologe Oliver Masucci! Wow, Daniel, ganz schön gewagtes Outfit für einen Mann. Sag mal, Kino, kann es sein, dass du in ziemlich klassischen Rollenmustern denkst? Nein, überhaupt nicht. Ich bin das Kino, ich habe kein Geschlecht. Ich bin das, was man aus mir macht. Ihr wolltet, dass ich eine weibliche Stimme habe, aber ich kann alles sein. Ja, nicht nur du, Kino. Nicht nur du. Ich wach morgens nämlich nicht auf und denk mir, Daniel, du bist ein Mann. Welchen männlichen Tätigkeiten kannst du heute nachgehen? Wenn wir ganz ehrlich sind, ohne die Attribute, die die Gesellschaft einem zuteilt, seinem Geschlecht, oder vor allem den Nachteilen, die man dadurch erfährt, es ist doch eigentlich ziemlich egal, welches Geschlecht man hat. Das soll jetzt nicht heißen, wir sind alle gleich. Nein, wenn man ganz traditionell an die Sache rangeht, dann haben wir Geschlechtsteile, um die Welt in zwei Gruppen zu teilen. Aber wir sind nicht das, was die Tradition vorgibt. Zumindest nicht alle und zum Glück nicht. Wieso werden wir aber die ganze Zeit damit konfrontiert, dass wir einer bestimmten Kategorie zugehören? In unserer Branche passiert das leider auch noch viel zu oft. Charaktere werden explizit männlich oder weiblich geschrieben. Damit die ZuschauerInnen das dann ganz bestimmt verstehen, werden diese Charaktere dann auch noch mit Klischees belegt. Das heißt, wir simplifizieren, wir reduzieren auf das geschlechtliche Dasein, während wir aber an einem Abend wie heute alle ganz brav gendern. Heißt es jetzt, die Filmbranche ist schuld an der ganzen Ungerechtigkeit? Ist die Filmbranche schuld am Patriarchat? Nein, ist sie nicht. Aber diese Branche reproduziert leider, leider das Denken in Schubladen. Ganz simpel, es geht ums Ficken, Kinder kriegen, darum seinen Mann oder seine Frau zu stehen. Aber ist es das, was uns zu Männern oder Frauen macht? Sagen Sie, verehrtes Publikum, warum essen wir uns eigentlich nicht gegenseitig? Tiere essen wir doch auch. Wir halten sie in Käfigen, weil wir klüger sind. Wir sind erhabener. Und dann kriegen wir es nicht hin, in all unserer Vielsichtigkeit, in unserer Vielschichtigkeit, uns als die Individuen wahrzunehmen, die wir wirklich sind. Denn wir sind alle fluide Wesen. Wir tragen Welten in uns, wir haben Emotionen, wir haben Gefühle. Und dann reduzieren wir uns am Abend auf: Hallo, Daniel, Schauspieler, männlich.
Liebes Publikum, bitte nehmen Sie mal Ihre eigene Vielschichtigkeit wahr, um es ganz simpel zu sagen, in allen von euch und in allen von uns ist ein kleines bisschen Scheiße und ein bisschen was Geiles. Ein bisschen happy und auch ein bisschen sad. Und wenn wir diese Vielschichtigkeit wahrnehmen und zulassen, dann werden wir sie irgendwann auch in anderen sehen. Und dann, sehr verehrtes Publikum, dann haben wir alle eine Chance auf eine Gesellschaft und vor allem auch auf Drehbücher, die nicht auf Geschlechter reduzieren, sondern die Menschen so sein lassen, wie sie sind. Fluide, wandelbare Wesen, die lieben, lernen und leben wollen. Ich will Sie auch nicht viel zu lang mit meinem linksgrün versifften Gender-Woke-Wahnsinn ärgern. Ulf Poschardt hat wahrscheinlich gerade schon getweetet, bitte nicht. Und deswegen, liebes Publikum, freue ich mich jetzt auf eine mehrdimensionale, vielschichtige und wundervolle Person auf dieser Bühne, die grandiose Maren Eggert! Mann, aber nein, nein, ihr versteht's einfach nicht. Dennis, das hast du richtig schön gemacht. Oh, danke, du bist so ein Schatz. Ey, du machst es auch so. Danke, ich muss in der Chefetage, die sind zumindest hin. Okay. Das ist der Sendeplatz von Jan Böhmermann. Ja. Ja, die können Satire vertragen. Nein, die werden nicht alle aufstehen und gehen. Ich sing den Song nicht. Ich hab gesagt, ich sing den Song nicht, Mann. Und nun ein weiterer Höhepunkt des Abends. Daniel Donskoy mit We Are United. Ihr habt so gewollt. Nun kommt schon wieder so ein Part, in dem ich direkt zu euch spreche. Bisher lief die Show ganz gut. Ich hoffe, ich konnte das Eis brechen. Nun wollte ich mich amüsieren und ein paar harte Witze machen. Über manche von euch scherzen, wegen alles dicht und solchen Sachen. Doch ich wurde gleich gewarnt. Daniel, bitte halt ein. Satire wird nicht funktionieren und viele werden sauer sein. Das kannst du doch nicht selber wollen. Keiner wird dich mehr verstehen. Das Resultat ist schon bekannt. Sie werden aufstehen und gehen. In Deutschland sind wir ziemlich Brüder. Also gibt es Plattitüden. Es gibt einen Song voll Schmalz und Kitsch. Schwör, das stand nie in meinem Pitch. We are united. Zusammen sind wir stark. Aufs Neue jeden Tag. Herrn Böhmermann jetzt tun. Danke. Ja. Und jetzt zu einem wundervollen Menschen, der sich garantiert nichts sagen lässt. Thelma Burbank! Für mich persönlich sind Musik und Ton mit die wichtigsten Bestandteile eines guten Films. Gutes Sounddesign macht
die Leinwand mehrdimensional. Und ich freue mich immer sehr, wenn so wundervolle Kolleginnen, die hier so in diesem Bereich sitzen, meinen persönlichen Klanghorizont erweitern. Dass guter Sound ein sehr aufwendiger Job ist, zeigt uns, dass in dieser Kategorie ein ganzer Chor nominiert ist. Yo, Pascal Capitelin, Richard Borowski, Andreas Wölki, Hubertus Rath, Kai Tebel, Fabian Schmidt, Roland Winkelers, Ginzel, Dominik Schleier, Gunnar Voigt, Jan Petzold, Martin Stey, Jonathan Schorst, Simon Peter, Timon Adam, Frank Kruse, Martin Stemmler und Noemi Hampel, meine Damen und Herren. Und die Lola? Für die beste Tongestaltung geht an. Pascal Capitelin und Richard Borowski for Symphony of Noise! Natürlich noch nichts vorbei. Ich persönlich halte mich schon für einen ziemlichen Musik-Junkie. Aber es gibt hier jemanden, der Musik nicht nur leidenschaftlich macht, er liebt und lebt sie tagtäglich. Karim, sag doch mal, was hältst du denn von den Nominierten für beste Filmmusik heute Abend? Das sind fantastische Komponisten, die ich sehr liebe. Das klingt richtig trocken. Können wir das nochmal richtig machen? Stell dich mal hin, richtig? Ja. Ja, ja, super. Und mit der Band ein bisschen Hilfe? Ja. Wahnsinnskomponisten, die ich tief verehre, jeden einzelnen von den Nominierten. Wir haben so tolle Nominierte dieses Jahr, die wirklich die ganze Bandbreite des deutschen Kinos zeigen. Mein lieber Ralf Wengenmeier, deine virtuosen Orchesterkompositionen und dein fantastisches Gespür für Melodien prägen nun mal wirklich die ganz großen, erfolgreichen Unterhaltungsfilme der letzten 20 Jahre. Von Bully bis Jim Knopf und Die wilde 13, diesen fantastischen Score, den du gemeinsam mit Marvin Miller komponiert hast. Mein lieber Lorenz Dange, du bist einer der prägendsten Komponisten des deutschen Arthouse-Kinos. Mit deiner feinsinnigen Komposition zur Deutschstunde warst du letztes Jahr bereits nominiert und dieses Jahr bist du mit Teils zurück. Martin Tscharov, mein Lieber, niemand, wirklich niemand, schafft diesen Spagat zwischen Arthouse-Film von Oskar Röhler einerseits und super erfolgreichem Unterhaltungskino von Til Schweiger. So wie du, die letzten hast du jetzt einen Studiofilm gerade gemacht und immer findest du dabei die richtige musikalische Farbe, wie jetzt bei Enfant Terrible. Karim, für den Musiker war das wirklich, wirklich emotional gesprochen. Also wirklich, liebes Publikum. Liebes Kino, wie fandest du es denn? Das war großartig. Und meinst du, er darf den Preis überleihen? Er darf nicht nur, er muss sogar. Okay, Karim. Also, wirklich, alle drei, ich wünsche, es fällt mir echt schwer. Sie ist fantastische Kollegin. Die Lola für die beste Filmmusik geht an Lorenz Dange für den Film Tides. Schauspieler Keanu Reeves wurde einmal gefragt, was glaubst du, was passiert, wenn wir sterben? Er antwortete, ich weiß, dass die, die uns lieben, uns vermissen werden. Wir wissen nämlich alle nicht, was nach dem Tod passiert. Gibt es einen Abspann, eine Fortsetzung, zieht das ganze Leben an einem vorbei, aber wir wissen auf jeden Fall, dass, wenn Menschen, die man liebt, von einem gehen, man sie vermisst. Durch Corona ist der Tod gesellschaftlich präsenter geworden und umso mehr sollten wir mit den Gedanken an unsere Kolleginnen und Freundinnen, die im vergangenen Jahr von uns gegangen sind, dieses Leben feiern. Dieses Leben, was wir haben und uns glücklich schätzen, dass wir alle hier im Saal diesen Moment haben, um uns zusammen zu erinnern.
ich fortging, war die Straße steil. Kehr wieder um, nimm an ihrem Kummer teil, mach sie heil. Als ich fortging, war der Asphalt heiß. Kehr wieder um, red ihr uns um jeden Preis, was ihn weiß. Du willst unendlich sein, schwach und klein. Feuer brennt nieder, wenn's keiner mehr nimmt. Kenn ja selber, was dir heute wieder fehlt. Als ich fortging, waren die Arme leer. Kehr wieder um, mach's ihr leichter einmal mehr, nicht so schwer. Als ich fortging, kam ein Wind so schwach, warf mich nicht um. Unter ihrem Tränen da war ich schwach. Nichts ist unendlich, so sieh das doch ein. Ich weiß, du willst unendlich sein, schwach und klein. Unendlich sein, schwach und klein. Nichts ist von Dauer, was keiner recht will. Auch die Trauer wird dann sein, schwach und klein. Nichts ist unendlich, so sieh das doch ein. Ich weiß, du willst unendlich sein, schwach und klein. Unendlich berührend. Katrin Sass, herzlichen Dank. Schreibend halte ich mich am Leben und überlebe jeden Tag wieder. Ich schreibe, um diese unglaubliche Gelegenheit, am Leben zu sein, genau wahrnehmen zu können und zu feiern. Ich schreibe, um einen Sinn zu finden, obwohl es am Ende wahrscheinlich gar keinen gibt. Diese Zeilen stammen von ihr. Doris Dörrie. Guten Abend. Dem ist eigentlich gar nichts weiter hinzuzufügen. Eigentlich kann ich wieder gehen. Wir sind alle Fiktion. Wir, die wir hier alle sitzen, wir sind Fiktion und wir sind auch Erinnerung, weil wir uns gerade erinnert haben. In dem Moment, wo wir etwas erleben, ist es bereits Erinnerung. Und wenn wir schreiben, schreiben wir aus der Erinnerung. Alles um uns herum wird immer mehr zu einem Narrativ, alles ist eine Erzählung. Geschichten schreiben ist ein bisschen wie einen Tisch zu decken. Und nein, es muss nicht alles auf den Tisch. Im Gegenteil, wir müssen sehr genau überlegen, was wir auf den Tisch stellen. So ganz nebenbei, niemand hat ein Recht, ein Virus zu verbreiten. Das nur ganz nebenbei.
es sind goldene Zeiten für uns, die wir schreiben, Drehbücher schreiben, und gleichzeitig sind wir auch extrem herausgefordert, denn jetzt wird sehr vieles in Frage gestellt und das ist sehr verwirrend und auch anstrengend. Aber die einzig wirklich wichtige Aufgabe, die wir haben, wenn wir schreiben, ist, die richtigen Fragen zu stellen. Und diese Fragen sind jetzt besonders drängend. Wessen Geschichte erzählen wir? Mit welcher Stimme sprechen wir? Wer darf sprechen und wer muss zuhören? Wer hat die Macht und wer hat sie nicht? Wer wird nicht gehört? Wer küsst wen? Wer liebt wen? Wer hasst wen? Und warum? Schreiben besteht zu einem ganz großen Teil aus Zuhören. Denen zuhören, die selbst keine Stimme haben. Genau hinhören, wenn Stimmen von wenigen besonders laut werden und alles andere übertönen. Zuhören, wenn Menschen sich nicht oder falsch repräsentiert fühlen. Uns selbst zuhören, unseren eigenen Ängsten und Sehnsüchten, unseren Vorurteilen, Urteilen, unseren persönlichsten Fragen und immer das eigene Privileg mitdenken und befragen. Manche befürchten, durch all diese Fragen in einen Writer's Block aus... Als Mephisto haben wir ihn lieben gelernt, als Bond-Bösewicht hatten wir Angst vor ihm. Es ist meine ehrfurchteinflößende Ehre, Ihnen den Laudator für den Ehrenpreis zu präsentieren. Er ist wahrscheinlich der Österreicher, auf den wir hier in Deutschland am stolzesten sind. Klaus Maria Brandauer, liebes Publikum. Daniel. Ich da, du. Ich bin Unique. Oh, hi. Was machst du denn hier? Komm raus, komm mit ins Kino. Nee, lass mal. Ist doch eh immer nur das Gleiche. Irgendein Arthouse-Kram oder irgendwelche unlustigen Comedien mit immer den gleichen Gesichtern irgendwie. Mach doch mal mehr Filme für Menschen wie mich. Entschuldige, Unique, aber ich bin das Kino. Die Filme machen immer noch die ProduzentInnen und die RegisseurInnen. Und die denken, das ist das, was das Publikum eben will. Da musst du dich schon bei denen beschweren. Okay, mache ich, gar kein Problem. Ihr hört euch gerne reden und MeToo war ja ganz nice. Doch wenn ich mir das anschaue, ja, dann ändert sich ein Scheiß. Ich schieb weiter eure Filme und frag mit der Moral. Doch schau ich ins Programm, hab ich trotzdem keine Wahl. Ach, deutscher Film White, ich zeig ihm mein Gesicht. Ihr habt es nicht gepeilt und auch nicht verinnerlicht. Ach, eure Flaggen doch mit Blatten hissen. Tut ihr eigentlich nichts außer nur euer Gewissen, ja. Denn eure Leinwand ist zu weiß. Dafür gibt es keinen Preis, nein, nein. Minderheiten in 2D. Das Soziale ist Klischee. Eure Leinwand ist zu weiß. Dafür gibt es keinen Preis, nein, nein. Denn wär's so nice, ja. Sag mir, wär's so nice. Ich als weißer Cis-Mann, darf ich dazu etwas sagen? Ja, ich bin Migrant und Jude und auch ich hab viele Fragen. Meint ihr wirklich, was ihr sagt mit eurer Diversität? Oder werden leere Worte auch mal Realität? Muslime, alte Queer oder Menschen mit Gebrechen? Ja. Ich maße mir nicht an, für alle hier zu sprechen. Es geht hier nicht um Quote, es geht hier um jeden. Gib den Minderheiten ländlich Raum, dich selber zu reden, yo. Ja. Diese Leinwand ist zu klein, komm, wir reißen sie jetzt ein. Ihr seid sicher nicht allein, Kino muss für alle sein. Diese Leinwand ist zu klein, komm, wir reißen sie jetzt ein. Seid ihr sicher nicht allein, Kino muss für alle sein. Diese Leinwand ist zu klein, komm, wir reißen sie jetzt ein. Kino muss für alle sein. Ich habe nur den Eindruck, wollen wir mehr erreichen, muss es bald passieren. Ich warte auf ein Zeichen, nein, ich hab auch keine Zeit mehr. Alles zu schreiben, vielleicht wird es sich ändern. Ich habe speak the truth, du rennst offene Türen ein. Gleichberechtigung geht anders, wir sollten weiter sein. Um Menschen zu fühlen, heißt die Schärfe zu sehen. Und das werden wir sehen, wenn wir andere Filme drehen, yo. Liebes Publikum, give it up for Unique. Ja, danke. Diese Leinwand ist zu klein, komm, wir reißen sie jetzt ein. Sind ihr sicher nicht allein, Kino muss für alle sein. Diese Leinwand ist zu klein, komm, wir reißen sie jetzt ein. Sind ihr sicher nicht allein.
Dankeschön. Unique! Ihr habt es gehört, mit leeren Worten, da kommen wir nicht weit. Bitte, 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 lasst uns Taten folgen. Und jetzt kommt ein Mann, der von vielen hier und auch woanders objektifiziert wird. Nicht von mir. Charmant, gut aussehend und sexy. Florian David Witz. Hey, Daniel. Ja, Kino? Ich habe das Gefühl, wir beide verstehen uns richtig gut. Das finde ich auch. Ich denke, es ist an der Zeit, dass wir unsere Liebe endlich von Angesicht zu Angesicht gestehen. Wie stellst du dir das vor? Ich meine, du bist einfach nur so eine Tonspur auf so einer Leinwand. Einen Augenblick. Ich bin sofort bei dir. Liebster Daniel, hier bin ich. Sabine? Du... du bist das Kino? Ich bin nicht Sabine. Ich habe mir nur seinen Körper geborgt. Ah. Ja, das macht's... ja, das macht's... voll angenehm. Hey Daniel, was geht? Kida, was machst du hier? Wir sind mitten in der Show. Ich bin's, der neue Bundespräsident. Wer bist du? Gott der Liebe. Super romantisch, super schön hier bei euch, aber sei kein Opfer, Mann, und mach das Kino wieder klar, hast du verstanden? Mach mal keinen Stress, Alter! Doch, genau deswegen bin ich hier. Ich mach Stress. Du musst das Kino wieder klar machen. Ich mach das Kino gerade klar. Weißt du, Daniel, die meisten Paare, die ich traue, die lassen sich immer sofort scheiden. Aber ich habe ein gutes Gefühl bei euch. Ich glaube, ihr werdet ein Leben lang zusammen. Hey, Kino, willst du den Daniel nehmen und für immer lieben? Dann sag ja. Und Daniel, was ist mit dir? Liebst du das Kino und wirst keine Filme mehr illegal als Stream zu Hause? Möchtest du das Kino lieben? Einen guten und einen schlechten Film, bis der Abspann euch scheidet? Ja. Ja. Ja, dann küsst euch. Nein, 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 nein. Es geht noch um den besten Film. 6 Nominierte. Und das Traumpaar des deutschen Films. Nein, Kino, nicht wir beide. Sorry. Trink schon mal einen Champagner. Hier sind sie. Die Bonnie und Clyde. Rose und Jack, Baby und Johnny, Sally und Harry, Mary Jane und Peter Parker, Susi und Strolch, Frodo und Sam, die Monika Grütters und Ulrich Mattes des deutschen Films. Monika Grütters und Ulrich Mattes! Was sind das? Live aus Berlin. Danke an Sie zu Hause, dass Sie zugeschaut haben. Danke an alle hier im Saal für Ihre wundervolle Stimmung, für Ihre Lächeln und für diesen wunderschönen Abend. An all die Gewinnerinnen und Nominierten einen herzlichen Glückwunsch. Vielen, vielen Dank. Das Kino hat uns alle vermisst. Sie zu Hause vermisst das Kino am allermeisten. Gehen Sie ins Kino und hey Kino, ich liebe dich! Das Kino, das
eine fantastische Band. Entschuldigung, liebe Damen und Herren, es war wirklich fantastisch. Wuhu! Musst du jetzt ins Kino gehen?